Jetzt weiß ich wieder nicht, was der Schmied braucht. Was haben wir denn noch so? Schmelztiegel könnte sein, ne? Oder doch ein Hammer? Okay, wir probieren es erstmal mit dem Hammer. Dass ich mir jetzt aber auch nie merken kann, ne? Furchtbar, so. Ich müsste da jetzt ein bisschen was abfallen, was da rein kann. Okay, jetzt ist besetzt. Schade, schade, jetzt hat es meine Katapulte hier kaputt gemacht. Aber eigentlich müsste doch das jetzt hier aktiv werden, oder? Jawohl. Naja, war ja zu erwarten. Und jetzt greifen sie auch mal an. Sollten wir aber eigentlich uns ganz gut vorschützen können. Und genau jetzt schießt es. Was ist das so? Herrlich, herrlich. Tschüss. Seid ihr jetzt verwirrt, weil euer Haus gerade kaputt gegangen ist? Kohle, Kohle, Kohle. Super. Leider kann ich da nichts hinbauen. Blöd. Na los, das werde der Wirtschaft, was wird den Kleinen hier machen, platt machen können. Was ist denn los? Sehr traurig, dass das so lange gedauert hat. So, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Und das auch sehr gut. Dann probiere ich es jetzt hier nochmal mit dem Katapult. Mal gucken, ob das funktioniert. Noch ein Bergwerk verbraucht. Ach, das ist aber schlecht. Gut, aber so insgesamt, glaube ich, hält die Verteidigung hier. Jetzt müssen wir nur hier genügend Soldaten noch aufbauen. Ja, es fällt ja auch ab jetzt hier bei ihm. Man sieht es ja. Militärmacht sinkt. Nicht schön. So, das hatten wir ja. Wäre natürlich möglich, dass er es gleich nochmal probiert. Aber
Aber ich glaube, eigentlich müsste unsere Verteidigung ja hier ganz gut halten. Die Frage ist jetzt, soll ich auch noch mal zusätzlich... Ist jetzt ein Hammer eigentlich hergestellt hier? Freund? So. Hammer, ein Hammer? Nee, hier liegt keiner rum. Weiß jetzt aber auch nicht, was ich dazu sagen soll. So, hier unten, das läuft ja alles, ne? Ja, das sieht gut aus. Perfekt, perfekt, perfekt. So, hier, das läuft auch. Super. Jetzt versucht er hier einen Turm. Okay. Ja, wenn wir Glück haben, sind die Bergwerke hier bald verbraucht. Dann ist es auch egal, wenn er da einen Turm hinbaut. Aber vielleicht können wir vorher noch das Ding hier abschießen. Das wäre echt so nett. Das wäre so richtig gut. Ich meine, die Münzprägerei läuft halt echt auf 100% und trotzdem... Ja. Ich hab ganz schön viel hier auch verloren. Was haben wir denn an Gold noch hier? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 6 Kohlebergwerke. Könnten wir theoretisch noch eine Münzprägerei mit betreiben. So, der stellt jetzt wahrscheinlich einen Hammer her. Ist das ein Hammer? Ich hoffe nicht, dass das ein Hammer ist. Habe ich das richtig eingestellt? Ja. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier klappt. Ob er wirklich einen Hammer braucht oder irgendwas anderes. Jawohl. Das war schon mal richtig. Sehr gut. So, Steine. Geht so, ne? Könnte aber auch besser sein. Jetzt zum Beispiel so eine Granitmine würde ich ja auch mal nehmen. Müssen wir uns eigentlich noch weiter nach hier drüben ausdehnen? Ich meine, hier zum Beispiel noch hier so eine Festung würde uns ja vielleicht dann ganz gut helfen, bevor der uns hier jetzt noch irgendwie... Weil hier scheint ja... Na, ich sichere das mal hier ab. Wir dürfen das ja nicht aus dem Auge verlieren, dass wir vermutlich den Gelben angreifen müssen.
Gut. Na dann. Schauen wir mal, ob das jetzt alles hier so funktioniert. Wäre gut, wenn wir zum Beispiel auch hier an das Steinvorkommen rankommen würden, irgendwie. Aber dazu müssen wir den halt angreifen. Und das wiederum geht nicht. Ich schicke jetzt hier nochmal einen Erkunder los. Schaden kann es nicht. Ich kann jetzt mal sagen, was hier vielleicht noch so gibt. Ja, bitte. Okay, na, das war jetzt nicht ganz so dramatisch. Glücklicherweise. Das heißt, das Katapult steht noch. Unsere Minen stehen alle noch. Okay, damit kann ich erstmal leben. Aber grundsätzlich sollte das eigentlich alles hier mal weg. Weil, ich sag mal, damit kann er uns ja natürlich auch mal mit mehr Leuten angreifen. Und das ist echt schlecht. Aber so scheint ja jetzt die Festung das Ganze zu halten. Ja, können wir nur hoffen, dass das Katapult dann halt hier so ein bisschen was aufräumt. Wenn es mal fertig wird. So, dann können wir hier noch ein Kohlebergwerk anschließen. So, hier hinten haben wir noch Kohle gefunden. Das ist ja gar nicht so schlecht. Die brauchen wir nämlich. Und da kommt schon der Angriff. Und jetzt am besten schön das Katapult fertig machen. Und dann da drauf schießen und dann sind sie alle weg. Aber das sind jetzt alles Schwache hier. Von uns sind leider auch ein paar Schwache hier dabei. Na, mal sehen. Wer gewinnt. Der Rote. Aber sonst prinzipiell, ja. Das war nicht so interessant jetzt, sage ich mal, der Angriff. Sollten wir eigentlich gut verteidigen können. Also, können wir jetzt nicht vorstellen, dass das schief geht. So, was haben wir hier angegriffen? Verbraucht, schon wieder. Ja, und damit ist jetzt hier hinten... Der Berg ist halt leer hier hinten, ne? Viel Spaß damit, ne? Wird dir nicht viel nützen. So, dann werden wir mal das hier anschließen. Oh, warte mal, hier war doch, genau. Dann nehmen wir das hier. Ja, so gefällt mir das doch, ne? Okay, dann ist der jetzt aber für uns eigentlich nicht mehr ganz so gefährlich hier. Das habe ich doch gerade abgerissen, ja. Das freut mich doch auch schon mal. So, der Holzfäller wird jetzt ja auch langsam fertig. Da wird das Katapult dann nicht mehr zu sehr an der Sicht gehindert, denn das kann man eigentlich auch zur Verteidigung machen, wenn man weiß, dass der Gegner da Katapulte hat, einen Förster bauen, der da alles voller Bäume macht. Dann treffen die nicht so gut. Aber ja, hindert halt auch die eigenen Katapulte daran zu treffen. So, hat er wieder ein paar reingeschickt. Kommt jetzt gleich der nächste Angriff. Mhm, gut, ja. Möglich wär's. Haben wir keine Soldaten mehr, oder was?
Ich arbeite schon mit so vielen Sachen jetzt hier gleichzeitig und trotzdem haben wir da einfach echt so wenig Soldaten, ne?